Jetzt aber alle in Position und Boxenlauf zum vierten Rennen, dem Jobit-Preis und Rennen Praxis-Dr. Antje Seidel, plastische und ästhetische Gesichtschirurgie Bad Harzburg. Und schon sind die Pferde bei dem langen Titel im ersten Bogen unter der Führung von Glenn Goyne. Dahinter alle kein Problem in zweiter Position. An der Außenseite Jodit, dann ist aber auch Red Hot Chili mit in vorderer Linie. Glenn Goyne, so geht es am Wintermaloch vorbei, mit Red Hot Chili in zweiter Position und alle kein Problem. Dahinter sieht man dann an der Außenseite Nantana. Weiter innen daneben postiert ist dann auch Jodit. Dahinter dann Abendstern vor Revetto mit außen Plaisir d'Amour. Dann sieht man Golden Cloud vor Brio Dolph und Beke, gefolgt von Faith Bit. Die Pferde Mitte der Gegenseite angelangt. Glenn Goyne weiter vorne vor Red Hot Chili. Dahinter dann an der Innenseite alle kein Problem vor Harry Girl. Dann sieht man Abendstern mit ganz an der Innenseite Revetto. Jetzt sind die Pferde bergab unterwegs. Es geht auf den Göttinger Roder Bogen, den Schlussbogen zu unter der Führung von Glenn Goyne. Dahinter dann alle kein Problem. Weiter an der Außenseite sieht man dann Red Hot Chili. Weiter innen Jodit, gefolgt von Antana und Abendstern Revetto. Und Plaisir d'Amour kann Boden gut machen. Dahinter dann Brio Dolph, gefolgt von an der Außenseite Faith Bit. So geht es gleich in den Einlauf hinein. Glenn Goyne hat weiter alles unter Kontrolle vor alle kein Problem. Glenn Goyne vor alle kein Problem. Dahinter dann an der Außenseite Abendstern mit Red Hot Chili. Dahinter versucht es dann Jodit. Brio Dolph versucht aus der zweiten Reihe zu kommen. Glenn Goyne weiter vorne, der äußere Flügel jetzt mit alle kein Problem. Alle kein Problem an der Außenseite und weiter an der Innenseite. Brio Dolph kommt jetzt durch. Alle kein Problem mit Abendstern, alle kein Problem und Abendstern. Dahinter dann Harry Girl auf dem dritten Platz und dahinter dann Brio Dolph mit Nantana, Jodit und Faith Bit mit dem aufgelösten Rest. Alle kein Problem. Glenn Goyne vor alle kein Problem. Dahinter dann an der Außenseite Abendstern mit Red Hot Chili. Dahinter versucht es dann Jodit. Brio Dolph versucht aus der zweiten Reihe zu kommen. Glenn Goyne weiter vorne, der äußere Flügel jetzt mit alle kein Problem. Alle kein Problem an der Außenseite und weiter an der Innenseite. Brio Dolph kommt jetzt durch. Alle kein Problem mit Abendstern. Alle kein Problem und Abendstern. Dahinter dann Harry Girl auf dem dritten Platz und dahinter dann Brio Dolph mit Nantana, Jodit und Faith Bit mit dem aufgelöst.